Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich zeige euch mal von diesem Big Albatros Aqua Blue in Hugada die Hotelanlagen, das Essen, wenn ihr mal zusammen mit euren Kids, Partner oder auch alleine Urlaub machen möchtet. Viel Spaß bei diesem kleinen Auszug aus Hugada Big Albatros Aqua Blue. Hier über die Straße entweder zu Fuß oder ihr werdet gebracht. Hinter diesen Mauern ist auch schon der Strand, also gar nicht weit weg. Und das Gute ist, die ganze Anlage hier sind verknüpft miteinander. Big Albatros, der eine heißt Aqua Blue, der eine heißt Spa, der eine heißt Vista. Und ihr könnt hier mit eurem Armband hier natürlich alles kostenlos besuchen und auch essen. So, jetzt gehen wir gleich mal ins Hotel rein und schauen mal, was da drin so alles gibt, wenn ihr das mal buchen wollt. Da der Flughafen ja direkt hier in der Nähe ist, das sind noch nicht mal 20 Kilometer, könnt ihr auch sehen immer, wenn die hier landen. Jetzt kommen wieder neue hier nach Hugada, wie ihr sehen könnt. So, wir gehen mal rein, schauen uns von A bis Z alles an. Natürlich braucht ihr diese Stufen hier mit Koffer und so nicht hochlaufen. Da gibt es extra eine Rampe, wenn der Bus oder der Shuttle euch dann bringt, so wie dieser Kollege hier, werdet ihr direkt am Eingang rausgelassen. Mit der Sicherheit nehmt ihr das richtig ernst hier. Wer reinkommt, wer rausfährt, ist alles abgeriegelt. Selbst die Fahrer, die müssen ihre ID vorne abgeben, gucken, wie viele Personen hier rein sind. Und hier wird dann auch nochmal kontrolliert, wer hier ins Hotel reingelassen wird, woher die kommen. Extra hier so Beamten, die das kontrollieren. Und auch beim Verlassen nachher, wer wieder rausgeht. Egal ob zu Fuß oder mit dem Auto. Hier haben die auch nochmal so Sicherheitskontrollen, damit ihr nichts mit reinschmuggelt. Die Koffer, die kommen dann direkt hier vorne hin. Und dann seid ihr auch schon hier an der Rezeption, die jetzt natürlich gerade schon am Bedienen ist. Ich bin ja schon eine Weile hier. Wenn ihr Geld braucht, habt ihr die Möglichkeit hier in diesem Automaten. Hier bekommt ihr allerdings nur ägyptische Pfund. Nachbarhotel, da bekommt ihr auch Euros. Das ist sozusagen das Lobby. Und ich zeige euch auch nachher, wenn der Veranstalter seinen Guide schickt, dann kriegt ihr direkt schon Bescheid, nächsten Tag 9.30 Uhr meistens, dass ihr hier diese Informationen bekommt. Die auch wahrnehmen, auch wenn ihr von dem nichts bucht, da gibt es wirklich viele Informationen, auch fürs Hotel und wie ihr nachher bei der Abholung wieder kommt. Wir sind hier mit diesen Organisationen, da seht ihr schon Informationen. Und die andere Mappe ist dann für den Rücktransfer. Den findet ihr, wenn ihr hinter diesem Lobby auf der anderen Seite seid. Hier könnt ihr auch abends an der Bar essen, trinken, euch aufhalten. Eine Terrasse haben die auch. Das ist hier sozusagen die Informationsecke, wo dann die ganzen Unternehmer, hier Altus, unser hier, mit dem ich gekommen bin, der war ja gerade schon da vorne hier. Hier Luxater, Altus und alles. Findet ihr dann einen Tag, bevor ihr losfliegt, wann ihr abgeholt werdet. Also den wirklich in Anspruch nehmen, damit ihr auch wieder zurückkommt. Nachdem ihr eingecheckt habt, könnt ihr dann, der Kofferträger, der bringt dann euch auf eure Zimmer. Da habt ihr erstmal diesen schönen Ausblick, da werdet ihr boah sagen. In den anderen Hotels wisst ihr, ein großes, langes Hochhaus, ganz viele Etagen, ganz viele Aufzüge, ist hier wirklich anders gelöst, wie ihr sehen könnt. Bungalow 11, 10, 9, 4. Das ist die Anlage für uns hier, diese ganzen Bereiche, und die anderen Abteilungen sind dann für die anderen. Und in jedem Apartment so, da sind auf der anderen Seite vier oben, vier unten, vier unten, 8, 19, 11, 12, 13, 14 Zimmer. Die Zimmer zeige ich euch natürlich auch gleich. Das ist hier der Hauptpool. Auf der anderen Seite gibt es noch einen Kinderpool.
Aber unabhängig hiervon könnt ihr euch natürlich auch auf der anderen Seite euch aufhalten. Und das zeige ich euch dann gleich auch. Und fürs Runtergehen habt ihr die Möglichkeit dann, der Kofferträger, der bringt euch, es gibt hier diesen einen Aufzug hier, oder man kann eben halt runter. Ne? Mit dem Aufzug hier könnt ihr dann runterfahren und seid auch schon direkt unten. Hier unten sind auch, könnt ihr sehen, Tandoori, auch wo ihr dann abends essen könnt. So, und direkt hier um die Ecke könnt ihr dann auch runterlaufen. Auf der anderen Seite seht ihr auch schon die Attraktionen für die Kinder und so. Aber das zeige ich euch alles gleich. Hier nochmal so ein Wegweiser, wo die ganzen Gebäude sind. Building 11 ist da lang, links rein. Ich muss ja hier zur 9. Wir waren hier auf der Seite. Da oben steht es nochmal dran, 9. Und wenn ihr dann hier einfach hier hoch geht, auf der Karte, selbst der Kofferträger, der bringt eure Koffer bis nach oben hin für 1 Euro, 2 Euro. Das ist angemessen, wenn ihr dem noch Trinkgeld gibt. So ist das aufgebaut. Auf jeder Etage 3 Zimmer. Wir gehen jetzt mal in mein Zimmer rein. Glaubt noch nicht, dass der aufgeräumt wird. Und morgens beim ersten Tag kriegt ihr sogar noch so ein Früchte. Zimmer 1, Zimmer 2 und Zimmer 3. Das hier war mein Zimmer 5339. Bei den Karten müsst ihr aufpassen. Der Pfeil, der zeigt zwar nach oben. Manche, die tun ihn aber auch so rein und beschweren sich, geht nicht. Ist mir beim ersten Mal auch passiert. Das heißt, einmal runter, Vorführeffekt, grün. Beim Hochziehen geht die Tür dann auf. Wie in jedem Hotel habt ihr dann die Möglichkeit, die Karte hier reinzustecken. Es werde Licht. Wenn die Lichter an sind, dann seid ihr auch schon direkt hier mit Dusche, WC, sanitäre Anlagen direkt auf der anderen Seite. Mit sanitären Anlagen auf der linken Seite, dann geht es weiter. Wundert euch nicht, warum ich hier 3 Betten habe. War ein Riesenzimmer, aber ich hatte nur das eine. Ich habe das mal gerade so gemacht, die Zimmerservice war noch nicht da. Deswegen sieht das hier nur ein bisschen aus, Katastrophe aus. Ich habe hier auch schon zum Auschecken bereit. Am letzten Tag wollte ich euch nochmal alles zeigen. Da bin ich eigentlich auch auf die Idee gekommen, so ein Video zu drehen. Hier habt ihr dann die Möglichkeit, eure Sachen einzurichten. Auf der rechten Seite gibt es noch ein Safe. Dann habt ihr hier Fernsehen und natürlich einen Balkon, wo ihr einen schönen Ausblick habt. Jedes Zimmer auf jeden Fall guckt ihr irgendwie irgendwo auf die Anlage und nicht irgendwie gegen Mauern. Separater Bereich, könnt ihr auch alles auflassen, passiert nichts. Und wer raucht, hat dann auch die Möglichkeit hier noch, da kommt wieder ein Flugzeug runter. Ist auch nicht so laut. Ne, wirklich toll. Und natürlich auch inklusive Klima. So, jetzt gehen wir zu den anderen Anlagen. Wie gesagt, ihr könnt euch entscheiden, welche Anlage ihr besuchen wollt. Wie in den anderen Hotels auch, gibt es hier natürlich, habt ihr die Möglichkeit, Aquasport, morgens Aerobic und sowas zu machen. Von der Anlage sind dann auch schon die Toiletten direkt auf der linken Seite, nicht weit weg vom Pool entfernt. Und auf der Seite auch nochmal für die Kinder etwas. Aber wir laufen jetzt mal zu den anderen Anlagen, was ihr auch mit benutzen könnt. Wenn ihr mit Kindern unterwegs seid, gar kein Problem. Extra Spielparadies im Wasser für Kinder. Spielparadies für Kinder mit Rutsche. Und auf der anderen Seite, wenn ihr sehen könnt, für Erwachsene eine riesen Rutschanlage. Da laufe ich jetzt mal mit euch hin. Wenn ihr mit Kleinkindern unterwegs seid, habt ihr auch nochmal die Möglichkeit. Alba Kids Club nennt es sich. Da sind Erzieherinnen und Erzieher drin. Die passen dann sozusagen auf die Kinder auf, während die Eltern schwimmen können, andere Aktivitäten machen können. Ja, so sieht es aus. Wie ein kleiner Kindergarten. So, jetzt zeige ich euch nochmal die Küche, beziehungsweise was es gibt.
Getränke braucht ihr gar keine Angst haben. Ihr bekommt dann alles Ganze direkt ans Tisch. Es gibt an dem Stand jeden Abend auf jeden Fall etwas Gegrilltes, weil deswegen heißt das ja auch Tandoori. Wird alles frisch gegrillt. Reis mit Kumin. Ich weiß jetzt nicht, was da überall drin ist. Vor Ort müsst ihr mal gucken, saisonbedingt, was die da so alles haben. Ich wollte euch nur ganz grob eben mal zeigen, dass die Küche eben halt hier gut ist. Auf jeden Fall bin ich mal als Erster reingegangen, damit ich hier euch das alles zeigen kann, bevor irgendwelche Fahrgäste, wollte ich schon sagen, bevor irgendwelche Gäste sind mit Gesichtern. Wie ihr sehen könnt, es gibt wirklich sehr, sehr Nudeln, Kartoffeln, Pommes. Ich mache mal so einen Schnelldurchlauf. Deswegen, das sind drei Restaurants nebeneinander und jeder hat was anderes. Bei einem sind nur, auf der anderen Seite sind die Süßigkeiten, Süßspeisen und hier geht es dann auch noch mal weiter. Alles wird gebraten, gemacht, getan. Wie ihr sehen könnt, ja, zu jedem eigentlich was dabei, auch Nudeln und sowas alles. Ja. So, und hier habt ihr dann nochmal Pizza, wird direkt frisch gebacken und dann könnt ihr euch alles nehmen und so weiter. Entweder könnt ihr dann hier drin essen oder draußen. So, jetzt habe ich mal so einen Schnelldurchlauf gemacht. Das wird hier gleich voll. Mit Gesichtern muss ich ja aufpassen. Ich gebe noch ein paar Infos. Ich sage mal leben und leben lassen. Das sind aber Insider-Informationen, die ich selber erlebt habe. Wenn ihr ankommt, den Treffpunkt hier ausmacht, ihr sitzt dann hier mit diesem Guide oder dem Reiseführer, dem deutschsprachigen Reiseführer, der kann natürlich auch Englisch und so, aber speziell, wenn alles Deutsche sind, dann hat er auch einen deutschen Reiseführer. Der erzählt euch dann natürlich was über dem Land und dass man natürlich auch Ausflüge und so machen kann. Der hat seine eigenen Preise, seine Fixpreise. Da geht er auch nicht von runter. Ihr könnt dann jetzt selber entscheiden, wenn ihr Internet mächtig seid, wenn ihr andere Apps habt auf eurem Handy. Ich mache mal ein Beispiel, Get Your Guide, beste für ganze Welt. Ne, egal wo ihr seid, könnt ihr einfach euer Land angeben, wo ihr seid, Hotel. Dann habt ihr schon ganz viele Informationen, was euch hier an Sehenswürdigkeiten erwartet, was ihr machen könnt. Da sind die Preise ziemlich günstig, abgesichert mit PayPal, könnt ihr sofort alles bezahlen. Hier bei dem Reiseführer, da habt ihr die Möglichkeit natürlich auch mit allem zu bezahlen. Aber wie gesagt, leben und leben lassen, er möchte natürlich auch verdienen, der Organisator will was verdienen, jeder versucht da irgendwie was zu verdienen. Die sind dann ein bisschen salzig. Aber am Ende landen alle, wenn es eine Bootfahrt ist, alle in einem Boot. Egal, ob ihr jetzt da gebucht habt oder Internet gebucht habt oder am Strand oder beziehungsweise hier unten am Pool. Da kommen diese fliegenden Händler, die mit ihren Dings, die haben dann, ich habe hier das Programm jetzt hier von DL, wo wir gebucht haben. Wenn man die Preise hier vergleicht, ich will jetzt niemanden schlecht reden, aber ich muss diese Informationen euch geben, damit ihr euch eben halt informieren könnt. Die kommen dann damit an, ja, wenn ihr wollt und da, ich mache ein super Angebot extra für euch. Natürlich verdienen die dann auch wieder drum. Die sind dann wieder günstiger als der Reiseführer hier. Und ich habe das so gemacht, kann ich nur empfehlen, Get Your Guide. Einfach nur über Internet buchen auf der sicheren Seite. So, wir gehen jetzt mal ins Landesinnere. Da habe ich schon ein paar Aufnahmen gemacht. Und dann zeige ich euch oder gebe ich euch noch ein paar Tipps, was euch draußen erwartet. Auf geht's! So, ich habe hier den Hotelmanager bzw. den Restaurantmanager. Das ist Restaurantmanager der Ahmed. Der passt auf, dass alles hier okay ist. Mit seiner Genehmigung habe ich dann auch alles gefilmt. Er zeigt uns jetzt auch noch mal Sachen. Chef für India. Das ist der Chef für indische Tandoori Chicken. And rice, white rice. Mit Reis. The Chinese. Von Chinese. Und auf der Seite gibt es weiter. Zucchini. Okay.
Die anderen Sachen hatte ich euch ja schon erzählt. So, wenn ihr nicht wisst, was ihr abends noch tun könnt, hier habt ihr so ein Wochenprogramm, Montag bis Sonntag, was es gibt. In diesem Theater, was ich vorhin erwähnt hatte, gibt es diese schönen Attraktionen mit Uhrzeiten, das ganze Programm halt. Auf jeden Fall auch für Handicap-Leute haben die gesorgt. Direkt hier mit der Ebene hat man auch WC und die ganze Anlage kann man auch mit dem Rollstuhl benutzen. So, wenn ihr dann zum Abend gegessen habt, wir machen das natürlich ohne, sind noch keine Leute da, gibt es Nachtisch, der Chef persönlich, der erzählt uns, was es gibt. Okay, this cherry is sweet from Egyptian. Ja. Okay, and strawberry fruits. Wunderbar. And cake, mixed cake. Ja. Okay, and torts. Torten und so gibt es alles. Auf der anderen Seite geht es weiter. Dann geht es weiter. Ah, okay. Strawberry. Ja, Erdbeer. Ah, hier habt ihr verschiedene Salate. International. Ja, very nice. Very nice. Very spicy. Beautiful. Okay, Chef. Thank you. Thank you very much. Bye. Wie ihr sehen könnt, auch Pick Albatros. Wie gesagt, das gehört alles zusammen. Hier dann ein bisschen für Erwachsene. Und auf der Seite nochmal für die Kids. Eine richtige Piratenanlage, wie ihr sehen könnt. Ja. Und hier auf der rechten Seite, da habt ihr dann die Möglichkeit, auch nochmal was zu essen. Also verhungern wird hier niemand. Das Essen allerdings ist gewöhnungsbedürftig. Das wird jetzt Stunden dauern, bis ich euch das Hotel erkläre. Wenn ihr hier geradeaus läuft, da habt ihr auch nochmal so ein Theater, nennt das sich. Und da gibt es jeden Abend dann auch Vorführungen und so. Weil Hotel könnt ihr natürlich verlassen, aber im Prinzip ist es ein Hotelreise. Ihr bleibt in dem Hotel, wenn ihr nichts anderes gebucht habt. Eigene Geschäfte haben die natürlich hier auch. Die befinden sich im Prinzip auf der anderen Seite hier runter. Und zum Strand geht's geradeaus. Ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Ich versuche so ein bisschen, wenn ich immer unterwegs bin, die Hotels, die Hotelanlagen, das Essen und die Umgebung euch ein bisschen vorzustellen. Der Kanal ist relativ neu in diesem Format. Mal schauen, ob euch das gefällt. Wie ihr wisst, ich bin ja Reisebusfahrer, bin jetzt auch hier wieder unterwegs auf Reisen. Und wenn ich hier auch was Schönes sehe, werde ich euch das natürlich mitteilen. Wenn euch dieser Kanal, der Beitrag und ich gefallen haben, dann bitte das Abonnieren nicht vergessen und auch die anderen Videos euch mal anschauen. Es ist für jeden eigentlich immer etwas dabei. In diesem Sinne, macht's gut. Bis in einem anderen Reisevideo hier auf dem Kanal von Mehmet Oe. Ciao, Leute.